nach Martina Schenk, die ebenfalls jetzt fraktionslose Barbara Rosenkranz, die allerdings bei der Wahl für die Freie Liste Österreich als Spitzenkandidat antreten wird, Kandidatin antreten wird. Pardon. Frau Präsidentin, Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen ist natürlich aufgefallen, dass heute hier jeder jeden des Populismus bezeichnet. Meint also, dass einer alles sagt, aber es nicht wirklich ernst nimmt. Was, wenn es vielleicht stimmt, könnte ja sein. Was die politische Klasse hierzulande, was das Establishment von direkter Demokratie und von Volksentscheiden hält, das hat man bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele sehen können. Da hat der Eröffnungsredner Ferdinand von Schirach Volksentscheide entschieden abgelehnt, hat sie als gefährlich bezeichnet und als eine Spielwiese für Populisten, gar Demagogen gebrandmarkt. Das ist nun zum ersten Mal ein überhebliches Bekenntnis der eigenen Überlegenheit und übrigens eine sehr abschätzende Abwertung der gewöhnlichen Leute, des Staatsvolks, wie es in unserer Verfassung ja als der bestimmende Faktor verankert ist. Aber es ist übrigens auch falsch, denn das Argument des Populismus und der Demagogie, die ganz besonders leicht in der direkten Demokratie zur Wirkung gebracht werden können, das kann man eigentlich umdrehen. Denn wenn ich mir die Wahlkämpfe der repräsentativen Demokratie anschaue und wenn ich mir Zitate vor Augen führe, dann könnte man es auch völlig umgekehrt sehen. Politik ist zu 95% Inszenierung, haben wir vom Herrn Bundeskanzler gehört. Und tatsächlich ist der Auftritt in Medien, falls er überhaupt gewährt wird, ganz stark von Inszenierung abhängig. Da geht es weniger, ist schon klar, ein gelungener Auftritt ist besser als ein schlechter. Aber wenn es darum geht, dass man Gags und Showpolitik in den Vordergrund stellt und eben nicht das ernsthafte, zugegeben mühselige Abtauschen von Argumenten, dann ist man in heutigen Wahlkämpfen gut aufgehoben. Und um auch das Diktum des Generals Trivulzio abzuwandeln, dass für den Krieg erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld notwendig ist, dann trifft das ja auch auf die Wahlkämpfe hierzulande zu. Wer ökonomisch die Stadt vollpflastern kann mit Plakaten, wer dazu in der Lage ist, der hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Ganz anders in der Schweiz, die die direkte Demokratie seit 1848, also seit 150 Jahren, in Gebrauch hat. Erstens einmal muss für die Österreicher billig sein, was für die Schweizer recht ist. Also ich glaube nicht, dass wir hier dümmer sind als jene dort. Und zweitens kann man dort auch beobachten, dass genau Demagogie dort keine so große Rolle spielen kann. Denn das ist schon angesprochen worden, es gibt im Vorfeld diese Abstimmungsbüchlein. Die werden auch öffentlich finanziert und unterstützt. Da ist Pro und da ist Contra. Da wird 6 Wochen lang ausgiebig diskutiert. Da kann sich jeder informieren. Das ist ein würdiges demokratisches Szenario. Und in der Schweiz sind auch die Hürden niedrig. 100.000 Wahlberechtigte entscheiden, müssen nicht zum Gemeindeamt. Die Behörde prüft, das ist sehr bürgerfreundlich, wenn sie Zweifel hat, ob das auch stimmt, müssen nicht zum Gemeindeamt. 100.000 Wahlberechtigte können eine Volksabstimmung einleiten, die dann verbindlich ist. Schön, dass Sie sich, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FPÖ, jetzt auf 100.000 korrigiert haben. Das zeigt schon Wirkung. Fein wäre es auch, wenn Sie das als Koalitionsbedingung hier verkünden würden. Da würde ich gerne öffentlich applaudieren. Ich meine, direkte Demokratie macht Konflikte verträglich insofern, als diskutiert wird, bevor die Auseinandersetzungen und das Auseinanderleben ein Ausmaß erreichen würden, dass es wirklich gefährlich ist. Direkte Demokratie ist nämlich auch ein Heilmittel gegen den Realitätsverlust der politischen Klasse. Und da komme ich zu dem Auftritt in Brüssel, den wir vor 10 Tagen hier sehen mussten. Wind in den Segeln verspürt Herr Kommissionspräsident Juncker und er macht das, was eine Strategie der EU schlechthin ist. Sie setzt Fakten, sie hält die eigene und behauptet die eigene Strategie für alternativlos, sprich, sie setzt auf Überrumpeln und auf Einschüchtern der Skeptiker. Das mag lange effizient sein, demokratisch ist es nicht. Und angesichts der Tragweite dessen, was er verkündet hat, nämlich Ausweitung des Euro auf alle Staaten, auch wenn sie es nicht wollen, Ausweitung der Schengen-Zone und eine weitere Erweiterungsrunde,
sind die Reaktionen in Österreich kläglich und armselig gewesen. Eigentlich waren sie kaum. Ich meine, dass das ein Punkt ist, der eine Wende sein muss. Und was die EU betrifft, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. So weit wollen wir es nicht kommen lassen. Wir wollen vorher korrigierend eingreifen und deswegen ist ganz klar, wenn, wann nicht jetzt, sollen die Österreicher über ihren weiteren Verbleib in der EU abstimmen können. Deswegen eine Volksabstimmung darüber, ob Österreich weiter in der EU verbleiben soll, verbindlich. Das ist gut für Österreich und vor allem, es ist auch gut für Europa. Als nächster